Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin Einkaufen. Ich habe hier diesmal nur drei Sachen, die ich gekauft habe. Das heben wir uns mal für den Schluss auf. Oder nee, machen wir gleich. So. Kam auch in dieser Form schönen Amazon Hülle. So. Da habe ich mir von AV Hack habe ich mir einen, ich werde euch mal nach unten richten, einen HDMI-Verteiler geholt, der 4K, 60 FPS und HDR kann. Ich wollte den jetzt einfach mal testen, weil ich hatte ja vorher eine andere Firma. Und da wollte ich mal testen, ob der das hergibt, was die Firma auch hergibt. So, und da haben wir dann halt hier eine Fernbedienung, on-off, und dann kann man halt zwischen fünf Geräten wechseln. Und hier ist er halt drin. Da will ich aber nochmal ein separates, direktes Unboxing machen, deswegen kann ich euch da jetzt nicht so viel zeigen. Und der kann halt 4K HDR mit 60 FPS. Und warum habe ich mir den geholt? Ich habe an meinem... So, ich habe an meinem Dreamscreen habe ich drei HDMI-Eingänge. Das ist ein bisschen wenig. Und deswegen habe ich mir den geholt. Da könnte ich dann nämlich nicht nur Fire TV, PlayStation und Blu-ray Player anschließen. Und wenn ich dann halt den Receiver benutze, den Blu-ray Player raus und Receiver rein, dann kann ich nämlich alle Geräte dahin jagen. Und das hat einen Ausgang. Und dann geht das dann praktisch, das will ich ja dann noch anders machen. Ich will ja dann jetzt nicht von der PlayStation in den Verteiler und dann zu dem Splitter. Nein, ich will das dann so machen, die PlayStation geht daran, alle Geräte gehen daran. Und der eine Ausgang, Entschuldigung, musste ich beniesen. Oh, schon wieder. Der eine Ausgang, den wir dann zur Verfügung haben, da mache ich mein 1:2 ran. Das einmal zum Dreamscreen, sprich vom Dreamscreen dann zum TV. Und einmal über den 10-Meter-Kabel, da kommen nämlich neue. Werde ich euch auch in einem späteren Video zeigen. Da gibt es nämlich ein ganz neues Verkabelvideo, da werde ich alles neu verkabeln. Es sind ganz viele Kabel, die neu kommen. Dank einer netten und coolen Zusammenarbeit mit Kabel Direkt. Hier sind auch Kabel, Direktkabel drin, die habe ich aber selber gekauft. Deswegen hier auch nirgendwo Werbung. Und Kabel Direkt bin ich sehr zufrieden mit, kann ich euch auch sagen, warum. Weil die waren beim Dreamscreen schon mit bei und die habe ich jetzt hier benutzt und jetzt auch für einen Monitor benutzt, weil die HDMI-Kabel, die ich hatte, hat es halt ein paar durch den Blitzschaden entschärft. Ja, und deswegen musste ich neue haben und die haben auch einen neuen Standard, das werde ich euch alle in dem Video erklären. Und dann werde ich das dann so machen, dann kann ich nämlich am PC über die Capture-Software auch die Oberfläche von der Anchor X 2.0 aufnehmen. Ich kann Fire TV aufnehmen, ich kann alles aufnehmen und dann kann ich, dann sieht das schöner aus, als wenn ich das vom Fernseher abfilme. Und dann kann ich euch dann da direkt zeigen, welche Apps ich jetzt habe, weil ich will ja noch ein Video machen, welche Fire TV Apps nutze ich und sowas alles. Und dann passt das natürlich viel besser. Das werde ich jetzt noch nicht anschließen. Ich werde nur ein Unboxing und ein Hardware-Video dazu machen oder ein Video, wo alles drin ist. Je nachdem, weiß ich noch nicht genau. Und dann im Anschlussvideo wird das dann angeschlossen. Weil wäre Blödsinn, wenn ich das jetzt anschließe und dann sowieso die Verkabelung neu mache. Hier ist aber schräg alles. Ist schräg zugeklebt. So, einmal. Zack. Und dann kommt nochmal, hier ist er gerade zu. So. Und nochmal. Die können dann auch auf den Müll. Und da habe ich mir jetzt hier zweimal HDMI-Kabel geholt. Zweimal 1,5 Meter. Ich zeige euch die auch mal. Das sind die gleichen, die bei mir praktisch beim Dreamscreen mit bei war, die schwarz-blauen. Ja.
Die haben halt eine ach scheiße, jetzt habe ich das wieder vergessen. Das werde ich euch im Video, im Kabel-Direkt-Video dann sagen, wenn wir alles verkabeln und ich werde euch auch ein Unboxing machen und alles vorstellen. Die haben drei verschiedene Preisklassen von den Kabeln. Und das ist halt ein normaler HDMI-Kabel. Und die haben dann noch, oder war das schon die neue? Ich weiß nicht, die haben jedenfalls ein HDMI-Kabel drin, der wird als 2.1 bezeichnet. 2.1 gibt es aber so offiziell noch nicht. Warum steht da 2.1? Weil der HDMI-Kabel, also ich weiß nicht, ob der jetzt mit dazu zählt. Muss ich in meiner Bestellung gucken, wie der Name heißt. Hier steht nur drin, die Länge, drauf die Länge und 1,5, 3 Jahre Garantie. Oh, wir haben 3 Jahre Garantie. Steht hier. Da habe ich nämlich extra nachgefragt, also hier ist auch eine Visitenkarte mit bei. Die ist bei jeder Bestellung mit bei. Hinten steht die Telefonnummer und alle drauf von Kabel direkt. 2.1 deswegen, dass die neue Generation von HDMI-Kabeln sind schon nach dem neuen HDMI-Standard von, wie heißt die Webseite? HDMI.com die hieß glaube ich wie der Codec. Oder? Ich weiß jetzt nicht. Jedenfalls die Webseite, die den Standard festlegt für HDMI-Kabel. So wie 2.0, 1.4, 2.0a, 2.0b. Da gibt es ja verschiedene Standards. Deswegen kann es ja auch passieren, wenn ihr einen alten HDMI-Kabel habt mit, Standard, mit dem ersten Standard noch und den an eine PS4 anmacht und am PC oder an Bildschirm oder an Monitor, an TV. Dann kann es passieren, dass ihr Ton habt, aber kein Bild, weil es noch der alte Standard ist. Es kann aber auch sein, dass ihr Bild habt, aber kein Ton. Es kann auch sein, dass beides da ist, aber flackert oder unterbrechend oder halt nicht so schön aussieht. Das ist halt, weil es ein alter Standard ist. Und die neuen sind nach diesem neuen Standard gemacht. Deswegen steht da 2.1. Dieser Standard ist aber noch nicht zertifiziert. Die haben gesagt auf der Webseite, das ist der Standard, so soll er sein. Danach haben sie die HDMI-Kabel gemacht. Aber zertifiziert ist dieser Standard noch nicht. Also die machen das jetzt erst demnächst, also nicht Kabel direkt, sondern die Webseite da, wo dieser Standard festgelegt wird für die nächste HDMI-Generation, was er können muss, was er haben muss und so. Dann wird es zertifiziert und dann sind die dann auch, also das weiß ich nicht, das ist glaube ich noch die ältere Generation, dann sind die dann zertifiziert 2.1 schon. Aber die kann man jetzt schon kaufen. Ja? So. Und dann wartet. Das sind die beiden Sachen, die habe ich gekauft. Nee, Quatsch. Ganz großer Quatsch. Ich habe noch was gekauft. Wo habe ich mein Handy? Da auf dem Tisch. Das kann ich euch so nicht zeigen. Ich werde es euch nur kurz zeigen auf dem Handy. Ich habe noch was gekauft. Und zwar habe ich gekauft ein Wasser. Spielzeug Springbong Dings Gedöns. Das zeige ich euch jetzt kurz. Ich werde, wenn ich das Video bearbeite, werde ich das am Ende, also nach dem, was ich jetzt euch gezeigt habe, werde ich das einfügen. Galerie. Alle Fotos. Mal gucken, ob ich das Foto finde. Ich habe ja viele Fotos in letzter Zeit gemacht. Genau, da. Ne, das ist ein Video. Da. So. Das habe ich auch bestellt. Da schließt man so einen Wasserschlauch an. Seht ihr das? Und dann kommt da oben Wasser raus. Also der Ring füllt sich dann, der Außenring füllt sich mit Wasser. Und dann kommt da oben Wasser raus. In der Mitte ist kein Wasser drin. Also da kommt Wasser rein von dem Spritzen, klar. Aber so fließt da kein Wasser normal rein. Und das ist voll cool. Und hier, wo der Schlauch reingeht, da sind die Düsen also, oder die Löcher auch so gemacht, wenn das Wasser rauskommt, nicht so nach innen oder nach vorne kommt, weil das ist teilweise ist das unterschiedlich. Manche gehen nach so, manche gehen nach innen, überkreuzen sich auch. Das ist voll cool gemacht.
Aber außer die vorne. Die vorne gehen nach vorne weg und dann nicht direkt nach vorne, sondern so zur Seite. Das heißt, du kannst trockenen Fußes da einsteigen, wirst da drinnen nass und kannst dann nass, wie du bist, rausgehen, aber wirst von dem Rausgehen nicht nochmal weiter nass. Das heißt, da kann auch jemand rankommen, bis direkt zu diesem Kreis und der wird nicht nass. Finde ich toll. Finde ich richtig toll. So, die Kinder haben sich gefreut, die haben Spaß gehabt, die haben getobt. So muss es sein. So, ich mach mal ein kurzes Video, damit ihr auch sehen könnt, wie es in Action aussieht. Und was ich sehr geil finde ist, das seht ihr jetzt schlecht, die Wasser... Sieht man das? Wartet mal, ich gehe mal so ein bisschen rum. Die Wassersäulen, die hier an der Seite rauskommen, die gehen da lang und da lang. Also man kann praktisch trockenen Fußes reingehen. Ich habe jetzt hier nicht so viel Druck drauf. Also wenn ich mehr Druck drauf machen würde, würde es natürlich höher spritzen. Aber man kann trockenen Fußes reingehen und ja, dann halt nassen Fußes wieder raus. So, dann würde ich mich jetzt doch verabschieden. Das war denn jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.